Also wir waren ja echt am Rätseln, was hier gewesen sein könnte, als wir das mit dem Vandalismus gelesen haben. Als hier war die Mine, die Wiese noch gemäht, ne? Wie viel krasser das jetzt aussieht, wenn die so in so hohem Gras stehen und der eine da vorne hinter dem Busch oder vor dem Busch von hier aus. Gelaufen. Wir sind an der Nordsee, an einer alten Flakstellung und einem Bunker angekommen. Und das ist auch für mich neu. Das schauen wir uns an. Was denn? Ich hab da eine Lampe hier dran. Ja, aber die ist weiter. Oh, hier steht Wasser drin. Tief? Ja, Knöchel. Knöchel tief. Ja, es ist aber auch nur noch. Jetzt komm. Mhm. Warte, ich geb dir die Kamera. Aber Luft ist ganz angenehm, ne? Ja. Aber das halt ordentlich krass, ne? Nee, brauche ich nicht. Willst du das? Kann ich da trotzdem ein Foto hin? Bist du noch am Film? Ja. Hallo? Hallo. Ach, schneid den Scheiß raus. Ja, schneid ich alles raus. Hört ja nicht so schlimm. Das ist krass, wenn du so jedes Detail fotografierst. Ja, vor allem. So. Aber du da oben. Du kennst es ja nicht, ne? Nee. Für dich ist ja alles so neu. Wie eine Tropfsteinhöhle da oben. Das ist krass, ne? Ja. Oder oben hat sich ein Vögelchen eingenistet. Ja, da auch. Da auch? Oh ja, da an der Ecke auch. Schwälbchen. Die Schwalben. Meinst du? Boah, guckt euch diese Einschusslöcher in dem Ding hier an. Im Vergleich zu meiner Faust sind das schon gewaltige Löcher. Hier, guck mal, was das für Geschosse sein mussten, ey. Ja. Dass du so riesen Dinger dahinter lässt.
Und das hier ist zubetoniert. Mhm. Können wir fast vorstellen, dass das Fledermausschutzraum ist. Voll witzig, hinter dem Wall da ist das Meer und es hat irgendwie die Muscheln aber bis hier hinten hingetragen. Meinst du, das Wasser stand mal so hoch? Ja, so richtige Flut hier? Was heißt eine richtige Flut? Wasserspiegel hoch, ne? Ist ja Holland, ne? Guck mal, Muscheln sammeln. Am Bunker. Die originale Bunkermuschel. So, und hier? So was darf man auch mitnehmen. Ist das Flakgeschütz oben drauf? Das ist nichts Böswilliges. Muscheln? Darfst du mitnehmen, auf jeden Fall. Aber keine Steine bitte aufbrechen, ne? Das Ganze ist die Batterie. Fimmel. Meinst du, man kommt oben drauf ans Flakgeschütz ran? Das wäre schon geil. Da kannst du über die Batterie Fimmel lesen. Da haben die Kanonen. Ja, es gibt sogar auf Deutsch. Willkommen in einem der verbleibenden Bauten der Marine-Flak-Batterie Termunden. Im Volksmund als Batterie Fimmel bekannt. Diese Flugabwehrbatterie wurde zu Beginn des Zweiten Weltkriegs zur Verteidigung der deutschen Hafenstadt Emden errichtet. Aufgrund der zunehmenden Kampfhandlungen wurde die Stellung im Jahr 1944 zur stärksten und modernsten Flugabwehrbatterie der Niederlande umgebaut. Die verstärkte Batterie ist Teil der Verteidigungsanlage bei Delfzijl, die zum Atlantikwall gehört. Ja, stark auf jeden Fall. Das ist natürlich ganz geil. Ja, auf der Seite kannst du richtig sehen. Und hier siehst du, und das ist ja... Ich sag ja, ich bin lieber im Ausland unterwegs, ne? Mhm. Da kannst du davon ausgehen, wie sowas in Deutschland halt aussehen würde, ne? Es wäre halt zum größten Teil beschmiert. Mhm. Aber hier siehst du, dass das quasi wie ein Loch früher war, deswegen auch das Wasser. Was, ne, das ist ja der Hang hier, oder? Ja, Mensch, ja. So, ja. Wenn der Wasserspiegel hoch ist, dann sickert ja alles hier in das Loch rein. Das ist ja wie ein Loch. Ja, aber ist die Düne nicht dafür, dass Wasser da nicht drüber schwappt? Aber hier siehst du, mit was für Kavenz man an die 10,5 cm. Granaten, 10,5 cm Durchmesser die Granaten. Wahnsinn, ach, das ist hier noch das Flak aus dem Weltkrieg. Und dann wurde das ja so umgebaut für den Atlantikwall. Hast du was gefunden, um hochzugehen? Nein, ist hier nicht. Schade. Also wenn man so manche Bilder sieht, das ist schon echt... Ja? Hier, hast du was? Wir gehen jetzt hoch zum Flak. Ich komm. Echt? Das ist keine Verarschung. Geil. Hast du Angst oder was? Nein. Hier, ich hab Licht noch an. Willst du die Kamera nehmen? Ne, ist hell. Ist hell? Ah ja, ist hell. Das ist hell. Entschuldigung. Boah, richtig.
Crazy shit auf jeden Fall. Und du überlegst, boah, wie flach die Decke einfach ist. Ja. Ah, guck mal hier. Genau, Film haben wir hier. Ja, hier. So ein Stück habe ich da noch. Ja, Decke. Wie hoch? Ach, hier. Ja. Das Flak 40 hat sogar 12,8 cm. Das ist natürlich ordentlich. Ah, das ist aber kein Original mehr, ne? Ich dachte ursprünglich, das wäre ein Original und einfach drüber lackiert. Das ist aber ein Nachbau. Hier oben drauf. Ja, die zwei Zahnräder und so, das ist ein Teil. Und hier an den Dingern ist auch nichts mehr. Aber hier hat man gesessen. Konnte die Dinge ausrichten. Mit den Rädchen gekurbelt. Weißt du, was ich mich nur frage? Mhm. Guck mal, es ist ja zur Flugabwehr gewesen, ne? Das Ding. Ich kann versuchen, es noch zu verstellen. Guck mal, es ist ja zur Flugabwehr gewesen, ne? Ja. Wahrscheinlich kamen die dann von der See aus über Flugzeugträger. Ja. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, das Ding irgendwie 5 Meter höher zu bauen, dass du hättest über den Deich gucken können? Oder war der früher einfach nicht so hoch, der Deich? Weißt du, was ich meine? Ja, stimmt, der war so hoch, ja. Oder es war hier noch irgendwas oben drauf, noch irgendein Turm oder sowas. Weiß ich nicht. Aber du hast ja reichen Sichtfeld. Ja, aber nicht aufs Meer raus. Ja. Ne? Und wenn da jetzt ein Flieger im Tiefflug ankommen würde, den würdest du ja erst dann kurz vorher sehen. Weißt du, was ich meine? Wasserland, aber die Schiffe. Ach, dass die vorher noch Aufklärungsschiffe stationiert hatten? Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Aber schon krass, ne? Guck dir mal diesen Einschub hier. Ey, da kannst du ganz bequem, easy deinen kompletten Arm. Ich habe jetzt keine dünnen Ärmchen, ne? Was das halt riesen Geschosse gewesen sind. Crazy. Ja, und hier kletterst du hoch zum Nachladen. Ja. Nee, geladen hast du das von hier. Ja, aber hier muss ja auch was. Da, ich denke, das war Zielvorgedönse. Zielvorrichtung. Da ist da einer. Das da. Hier ist auch so ein Treppenaufgang. Ja, das war Zielvorrichtung hier. Ja. Hier hast du geladen. Und hier über die zwei Positionen hast du es ausgerichtet. Der scheint aber komplett zugemacht zu sein. Ne? Mhm. Warte mal, wo war denn überhaupt der Eingang von dem Ding?
Hier ist noch ein Bunker. Hier, ja. Hier war ein Eingang. Der ist zugemacht. Herr Mage versucht tatsächlich noch durchzukommen. Und hier waren auch an der Wand. Ja, der ist komplett zugemacht. Schade. Ursprünglich waren die Safe alle noch und der da hinten auch. Und der auf der Seite unterirdisch verbunden, könnte ich mir vorstellen. Tja, aber der ist zu. Der da vorne, da steht auch noch einer. er da oben. Er macht Stress. Ja. Was denn? Sind doch Möwen, die das hier hinholen. Junge, das sind ja diese Riesenmuscheln. Das kann natürlich sein. So eine habe ich auch zu Hause tatsächlich. Die habe ich mal vom Strand mitgenommen, aber geschlossen noch. Also innen drin ist nichts mehr. Aber die Muschel ist noch zu von beiden Seiten. Ja, was ist, suchst du noch die Perle? Genau, ich bin die Perle. Es kann natürlich sein, dass es... Die Möwen? Hast du sofort von deiner Muschel in der Hand? Guck mal, was ein Oschi. In meiner Hand. Ja, das ist echt ein gewaltiges. Ein gewaltiges Gerät. Könnte man mitnehmen, aber was will man damit, ne? Ja, das ist immer die Frage, ne? Dann denkst du dir, wieder ist für deinen Wohnzimmertisch Deko. Du hast doch da immer so Klimbim drunter. Da ist auch nichts mehr zu holen. Ja, da unten ist noch so ein Bunker. Am Wasser, bei den Schafen. Da gehen wir jetzt mal hier, wir machen die Tür wieder zu. Weißt du eigentlich, wie viele Menschen im Jahr von Schafen gefressen werden? Noch tun die nichts. Wenn die sauer werden, schon. Hey, alles klar? Macht doch gar nichts. Ich mach gar nichts. Der ruft direkt Hilfe, siehst du? Hier, guck mal, Schäfer. Boah, möff das hier, Alter. Ja, da sind wir auf die Muscheln. Nee, das ist hier die Schafscheiße. Hier, ja, aber geh mal da runter. Hey, wir gucken uns nur den Bunker an. Bleib ruhig. Er markiert direkt. Nee! Die liegen da alle drin, sind am Pennen. Du hast sie jetzt geweckt. Oh, süß. Hier, zum Glück sind wir unten rum nicht. Stell dir mal vor, wir wären da direkt reingelaufen. Ja. Wollte ich eigentlich machen. Ja. Hast du direkt so eine Herde Schafe da? Ey. Genau. Nee, dann wir lassen euch da unten in Ruhe. Genau. Wir wollen uns doch nur... Ist schon süß, ne? Da hat einer Durchfall. Hat einer direkt einen Flüssigen bekommen. Der hat immer der Angstschiss, ey. Er markiert direkt. Direkt der Angstschiss rausgekommen. Meine Herren, ey. Ja, gut, ne? Ich meine, das ist das einzige schattige Plätzchen, was sie hier haben, sich in den Bunker hier zu legen.
Boah. Ja, und da wird die anders. Das ist schon ganz schön hoch, das Ding, ehrlich gesagt. Ja gut, aber das wird halt nur so, obwohl da war auch irgendwas noch montiert in der Mitte, ne? Aber das wird so ein Spähmantel gewesen sein. Was machst du da? Machst du doofe Fotos von mir? Nein. Guck mal, der doof steht der da und spricht wieder mit der Kamera. Der spricht wieder mit sich selber. Ja, irgendwas war hier in der Mitte auf jeden Fall, keine Ahnung, vielleicht ein kleines Geschütz. Und dann konnte sie hier rausgucken, wann es losgeht. Sieht das Wasser auch nicht schön aus. Was sieht nicht schön aus? Das Wasser, guck mal. Ja, es ist A, Ebbe und B ist das halt hier jetzt Flusswasser, ne, was hier reinfließt. Spielst du Candy Crush? Nee. Nee. Das sind überhaupt gar keine Muscheln, das ist dieses scheiß Algenzeug. Hier? Ja. Hier ja. Hast du nicht gerade noch gesehen? Das, als ob die Angel Algen essen. Wir verlocken die jetzt zum Wasser, ne? Meinst du? Ja. Wir führen jetzt das Schaf in den Tod, weil wir jetzt am Wasser sind, denkt das Schaf geil. Da gehe ich auch mal gucken. Dann kommt die Flut und zack ist das Schaf weg. Tja. Szene. Das haben wir beim letzten Mal schon durchgeschaut. Wo der Offenbar mit dem Turm in der Küche sitzt. So eine Scheiße mal ab. Genau, mit Hildi. Und dann schmeckt ihr die Suppe so ab, so in einer hektischen Art und Weise. Und dann sagt er noch einen Schuss Curry und zieht aus der Schublade eine Pistole und schießt einfach in den Topf. Das ist so. Das ist so. Es ist halt so stumpfer Humor. Das ist das, woran ich dachte. Die Schild. Das ist echt so. Weiß ich nicht. Das ist so hingegangen. Schön auf der Mitte mit dem alten Riesenröhrenfernseher. Ich hab's beim letzten Mal schon erzählt. Der Leder-Couch. Ja. Diese Quark-Mann. Genau, Riesentisch, schön verstellbar. In der Wohnung war das doch, ne? Ja. Nee, aber nicht die Korkwand. Nee, die Korkwand. Diese Leder-Couch mit der Korkwand, das war in der Wohnung damals. Höhenverstellbarer Vieh. Nee, der war der höhenverstellbar. Das war dieser sechseckige, ne? Jetzt der Korkmann hin und Tisch. So, an
nicht, ey. Schon geil gewesen. Ach ja. War schon witzig damals. Wo, was sagst du? Schon anders als die Eingezäunten, ne? Schon echt anders, ne? Ja, ihr kennt die hier ja schon. Unreal. Aber wenn man halt noch nicht hier war, so wie sie, dann ist es halt schon recht spektakulär. Guck mal, hier hat sich irgendwer einen Unterschlupf gebaut. Ja, warum ist das hier grün lackiert? Wahrscheinlich braucht wie viel Müll da drin. Ja, das muss man nicht sagen. In dem hier ist sogar noch der Motor drin. Hier ist er raus. Und kriegst du ihn wieder zum Laufen? Ja, könnten ein paar Tage dauern. Mach kurz auf die Hebebühne rauf und dann machen wir das schon. Ja. Tanke ist ja auch noch da, ne? Es ist, also eigentlich ist es top in Schuss, das Gerät. Ja, hört man, ne? Mach's nicht kaputt. Ja, das Blech wird dran geschweißt wieder. Ist ein bisschen hier gerostet, aber das geht schon. Wird dran geschweißt. Bisschen Farbe drüber. Ich mach jetzt da hinten mal in die Luke. Mach das. Wie das da so aussieht. Ja. Und dann, oh. Das wird schon, ne? Perfekt. Da rüber oder so? Ja, wie du willst. Ich muss jetzt auch mal auf Forschung gehen hier, weil die Sarah sagt, da ist der Sitz noch drin. Ja, es war ein bisschen gerostet. Aber? Die reinste Müllhalde von irgendwelchen Idioten. Oh ja. Na, und dann hat der hier bestimmt eine Luke. Das ist aber sehr gemütlich, sieht das auch aus. Ja, bequem. Sehr, sehr. Boah, Alter, hier ist wirklich die reinste Müllhalde hier drin. Junge, Junge, Junge. Ja, sowas sind halt die Gründe, warum so Sachen dann immer eingezäunt werden müssen, ne? Ach. Jetzt kriegst du aber auch alles, ne? Kriegst coole Sachen, kriegst die Negativbeispiele. Ja. Kriegst alles präsentiert hier. Ja. Auf der Tour. Geht die Luke da auf? Ich glaube nicht, dass du die Luke noch aufbekommst. Nee. Nee, das ist hier verschweißt. Ja, ist ein bisschen glatt. Hallo? Können wir ein Ründchen fahren? Geht der denn noch? Ja. Ist das eine Leiter oder was ist das? Wo? Ist das auf dem Boden oder was? Mhm. Das könnte so ein Schieber einfach für Munition sein, ne? Zur Lagerung. Mhm. Kennt man aus Battlefield. Genau, hier wo der Sitz war, saß der MG-Schütze drin. Hier vorne war ein Richt-MG drin. Ja. Kennt man aus Battlefield, genau. Hallo. Warte. Guck hier. Hallo. Ja, ist unser letzter Stopp da. Da ist bestimmt hier so ein Gefangener drin gewesen und durfte nur durch die Luke vielleicht? Ja, stimmt, das macht Sinn mit der Luke. Ja, das kann tatsächlich sein, dass das hier die Arrestzellen waren. Ja, das ist unser letzter Stopp für die Reise im Übrigen. Die Kaserne. Mega. Wir suchen eine Kaserne. Ja, wir suchen gerade einen
Abgang in den Keller, aber. Hier sind nur Waschräume. Ja, vielleicht bist du auch nur von außen in den Keller gekommen. Guck mal über die Halle. Hallo. So, wenn jetzt einer gucken würde da draußen, ne? Das wär's, ey. Das wär's. Kannst du gerne reingucken? Nee, es ist nur ein Ölkeller. Guck rein. Es ist nur ein Ölkeller gewesen. Also drei Gruppen sind hier auf dem Platz? Ja, es sind drei Gruppen hier mit uns unterwegs auf dem Platz. Aber wir haben. Bei Sprayer und sonst nur. Aber wir haben die bis jetzt alle vor uns entdeckt. Das ist natürlich immer sehr von Vorteil, wenn man Leute entdeckt, bevor die einen entdecken. Die sind richtig laut. Die sind richtig, die machen hier richtig Alarm auf dem Gelände. Guck mal, der klettert da hoch. Das ist irgendwie die nächste. Ach du. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, vor allen Dingen den scheiß Turm, den siehst du meilenweit, ey. Wenn hier gleich irgendwie. Da hinten läuft auch einer. Ne, da fährt einer mit dem Fahrrad. The fuck? Was ist denn hier heute los? Wir gehen hier in das Gebäude wieder. Ey, wie lebensmüde. Warte. Junge, unglaublich. Ha? Entschuldigung. Auf. Unglaublich. Ist egal, Hauptsache du hast cool was erlebt. Für dich war es toll. Nee, wir wollten ins Theater. Da vorne ist das Theater. Der wackelt da rum. Ja, aber warum lassen wir hier das Gebäude mit mir? Wenn wir einen Klatsch hören, dann wissen wir. Ey, jetzt ohne Scheiß, wenn das gleich klatscht. Ja, dann bin ich hier aber. Der rappelt an der Leiter. Ja, mach mal ein Foto. Junge, also sowas Behindertes habe ich auch noch nicht erlebt, ey. Ich oder was? Ja. Ja, pass auf, ich wollte dir nämlich was erzählen. Hier, ich dachte, also das sind ja die Waschräume. Man hört das sogar ein bisschen in dem Video von damals. Und da war ja, hatte ich ja damals schon die Vermutung, dass das irgendwie so Waschräume, Badeanlage, whatever war. Und dann bin ich hier rein. Und den Gang runter, da war ja schon dunkel, als ich hier war, da war stockendüster, den Gang runter hin in dem Enderaum ist ein Feuerwerkskörper quer geflogen. Weißt du, was ich mich erschrocken habe? Ja. Das war richtig krass. Ach so, und ich habe mich nicht getraut runterzugehen. Ja. Die waren aber auch jetzt unten. Ja, die waren ja auch jetzt unten. Ja, dann machen wir. Also was heißt nicht getraut? Ich wollte also nicht trauen. Du hast es jetzt gesagt. Nicht trauen gibt es natürlich nicht. Ja, dann machen wir Licht und let's go. Ist spooky? Ja. Auf einer Skala von 1 bis 10? 12? Oder was? Das Beste ist, wir sind hier hingefahren, haben gesagt, wir müssen auf jeden Fall die Taschenlampen mitnehmen, die großen. Ja, und was haben wir nicht dabei? Ja. Die Leute kennen es mittlerweile von mir, dass ich Taschenlampen vergesse. So, was ist denn jetzt? Geh doch mal rein. Ja, und dann? Ja, ich will auch mal gucken. Trau dich doch mal. Was. Ja, macht ja nichts. Hast du Licht an? Nein. Wär gut. Oh. Ja, du hast die Kamera an. Geh doch mal raus hier. Das Wasser. Hallo? Man sieht ungefähr gar nichts mehr. Hey, das ist ja nur so ein Scheiß. Also hier ist ja nichts. Mhm. Lass mich vor. Hä? Lass mich vor. Wohin? Hoch. Hallo, du sollst mich vorlassen. Ja, die Frauen gehen vor. Nee, hier ist, rette sich wer kann. Ey. Jeder für sich. In so einer Situation jeder für sich selber. Also es tut mir leid. Ist schon komisch. Wie man in einem dunklen Raum
von so Tropfgeräuschen einfach so. Mulmiges Gefühl bekommt, ne? Ja. Das ist so gewöhnlich dran, wenn du sowas öfter machst. Du gewöhnst. Ernsthaft? Ja. Nee, Alter, ey, also. Jetzt sind wir wieder hier, wo ich eben rein will. Ja, ja, eben bist du von der Seite hier gekommen. Boah, ey. Da sagt aber auch schon ordentlich die Decke durch. Mal all die Zeit, wie vor anderthalb Jahren, der Vorhang überlebt. Wir können auch gleich mal hoch in den Projektorraum gehen. Hier, über dir, hinter dir. Eine Feuerstelle? Ja, aber zumindest ist die mal, sie ist da auch selten, dass die mal gesichert ist, ne? Zumindest das. So, Kinders, das war es von der kleinen Türchen hier und so und um drauf und um und rein. Hat es dir denn gefallen? Mega nice. Willst du es nochmal machen? Ja. Fahren wir dann nach Frankreich? Frankreich. Fahren wir nach Frankreich? Frankreich. Nordatlantik weiter. Wir wechseln uns dann ab mit dem Fahrrad. Ja. Ich fahre jetzt auch deine Karre. Ja. Ja. Ja, du hast auch alles miterlebt, ne? Von Vandalismus, andere ja. Gruppen getroffen. Mehrere. Alles hat funktioniert, alle waren nett zueinander. Ja. Keine Skandale. Trotzdem auch die Schattenseiten so ein bisschen mitbekommen. Ja. Ach, gut. Wenn es dir gefallen hat, war es doch ein gelungenes Bombe. Wochenende. Überragend. Überragend. Also. Mehr als erwartet. Guck mal, da kommen die nächsten raus. Hey, das sind doch die Idioten, die auf den Turm hochgeklettert sind. Das sind die Idioten, die guck mal, wie die laufen. Ja, da ist bestimmt einer gefallen. Die suchen, holen jetzt Hilfe. Egal. Nee, die laufen den Weg hoch und rennen schnell wieder hoch. Ich habe keinen Bock mehr. Die jetzt sind die vorne aber kommen. Über das Tor geklettert. Ja, Dorfjugend. Halbstarke Dorfjugend. Ja. Macht sowas nicht. Das ist schon leichtsinnig, was die gemacht haben. Egal, in diesem Sinne, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und für uns beide war das auch, war cool. War cool. Ja. Wir haben sehr viel gequatscht über vergangene. Cool. Ja. Ja, ja. Aber da bleibt sehr viel unter uns. Freunde, in diesem Sinne, ne? Macht es gut. Schön. Ja. Falls ihr euch jetzt fragt, wann wir denn unterwegs waren. Weil dieses Video so spät kommt, ist es Pfingstwochenende gewesen. Aber es wird wahrscheinlich erst 6 Wochen später kommen. Egal, in diesem Sinne, schönen guten Tschüss.